So, ich grüße euch wieder. Jetzt meine heißgeliebten Cessna 172 am Flugplatz Hildesheim. Schon startbereit, alles ist aufgesetzt. Ich muss testen, seitdem ich nämlich hier mein Equipment habe, hier die Schubregler von Airbus, die ich ja dann auch für dieses Flugzeug verwende. Seitdem habe ich immer das Problem, dass die ja, der Strom, also dass die Batterien sich entladen und ich dann keinen Strom mehr habe, dass also der Generator nicht läuft. Das muss ich jetzt nochmal testen. Dazu starte ich und fliege Richtung Braunschweig, von Hildesheim Richtung Braunschweig, damit wir mal eine andere Stadt als Hannover anfliegen. Und mal gucken, ja, wie lange ich hier damit hinkomme. Achso, die Klappen, hier auf dem Platz sollte ich die Klappen um eine Stufe auf die Startstellung setzen. Die ist gesetzt. Dann gehen wir mal. Musik. Wind haben wir aus Süden, also quer. Und das bläst mir ins Seitenruder. Ich muss also ganz feinfühlig auf der relativ schmalen, vergleichsweise schmalen Bahn. Also muss ich sauber hier das Seitenruder bedienen. Aber jetzt kann ich schon abheben. So, es ist Echtzeit 1932, ich sollte auch nicht allzu lange unterwegs sein. So, wir können jetzt Tempo aufholen und ich muss dann nach Osten drehen. Braunschweig liegt östlich von mir. So, wir steigen 750 Fuß pro Minute, aber wir können jetzt schon drehen. Geschwindigkeit aufholen und weiterfliegen. Klappen einfahren. So, ich erreiche jetzt, möchte jetzt die Autobahn erreichen. Die liegt ja quasi direkt hinter mir. Und dann, ja, Harsum. Ja, jetzt ist die Frage, Harsum, müsste das sein? Und dann ja, irgendeine, ach, die B1 ist das. Die B1 müsste ich dann finden. Nach Peine. Okay. So, mal die Nase nach unten trimmen, dass wir mit höherer Geschwindigkeit die Höhe halten können. 2500 Umdrehungen. Das müsste hier Harsum sein. Und die B494 nach über Hohenhameln nach Peine. Und dann fliegen wir die A2. So, mein Strom ist noch da. Und solange ich Strom habe, funktioniert auch die Trimmung. Aber noch reichte der Batteriestrom. So, das ist die. Links ist Algermissen. Und vor uns ist Hohenhameln. Und die Bundesstraße.
Stimmt, und diese Bundesstraße führt zur B65. Die B65 bin ich immer von Sehnde dann über Peine nach Braunschweig gefahren. Stimmt, die B1 geht ja direkt Vechelde Braunschweig. Naja. Vielleicht sollte man sich vorher mal einen Plan machen. Ah ja, jetzt ist mein Strom schon wieder ausgegangen. Das ist also, ja, schlecht. Jetzt funktioniert die Trimmung nicht mehr. Die Klappen fahren nicht mehr aus. Fahrwerk ist ja fest draußen. Und der Motor läuft. Aber wieso ist da, weil das, ich habe doch hier gar keinen Generatorenschalter. Ich habe keinen. Deswegen verstehe ich das nicht. Ich kann hier keinen Generator schalten. In 15 Minuten ist Sonnenuntergang. Ich sollte also spätestens in 45 Minuten in Braunschweig gelandet sein, da ich keine Nacht flog. Ich habe ja hier die Anzeigen, also alles kein Problem. Aber es gibt hier keinen Generatorschalter. Treibstoffventil. Türöffnung. Da muss ich mal meinen Cessna-Piloten fragen. So, warte mal, irgendwas geschieht hier. Ach so, wir müssen hier drehen. Ab. Ach ja, vor uns ist der Kanal und die B65. Oder ich lande in Peine. Der Mittellandkanal ist das hier. Der Flugplatz Peine müsste direkt vor mir liegen. Aber da der ja unbeleuchtet ist und kein Tower hat und das ist ja einfach nur eine Wiese und die zu finden, hier, das hier unter mir. Mal sehen, ich muss mal jetzt den Kartenmaßstab verändern. GPS habe ich ja, das ja funktioniert ja. Ja. Der müsste schräg zu mir. Da ein kleiner Bach fließt hier und da müsste dann die Bahn sein, rechts davon. Mit Ost-West-Ausrichtung. Ja, wahrscheinlich wo die Halle steht. Hier, nee, aber das sieht aus wie eine Straße. Und das ist mir zu kurz. Nee, da lande ich dann nicht. Ach, ich sehe, bin ich blind? Das Riesenteil hier. Ah, bin ich ein blindes Huhn? So, ich sag mal, wer guckt. So, was haben wir für einen Wind? Südwind, Mist, es ist wurscht, in welche Richtung ich lande, dann kann ich auch, ja, Gegenanflug und dann. So, Klappen habe ich nicht. Ach so, ich habe keine Klappen. Kann ich da landen? Dann fliege ich lieber nach Braunschweig. Ne, da habe ich eine längere Bahn. Und es ist hell genug und da ist es dann sicherer, da zu landen, zumal mir in Braunschweig geholfen werden kann. Während auf dem Flugplatz, ja, das ist die Bahnlinie jetzt. Der ich hier folge, das ist dann die B444. Sehr schön, das ist Peine hier unter uns und links ist dann auch die A2. Und wenn wir der A2 folgen, kommen wir direkt zum Flugplatz, auch in Anflugrichtung.
Und ach so, ja, ich habe ja keinen Funk. Ah, na gut, dann muss ich einfach anfliegen und jetzt müsste ich noch mal nachlesen. Ich wusste das mal, wie man sich verhält, wenn der Funk ausgefallen ist und man will auf einem kontrollierten Flugplatz landen. Dann muss man irgendetwas tun, dass die verstehen, dass man nicht kommunizieren kann. Aber ich will irgendwie Kreise drehen. Einflug, am Meldepunkt. Denn einfach einfliegen ist auch keine Lösung. Weil da gibt es dann IFR-Verkehr, der nichts von einem weiß. Also es ist brandgefährlich. In meiner Welt tue ich das natürlich. Und dann muss ich ja mal den Flugsimulator untersuchen, wo denn ich da Generatoren einschalten kann. Warte mal, würde mir die Checkliste was helfen? Die Mans. Schalter Avionik, Generatoren, elektrische Geräte, Schalter Avionik, Bus 1 und 2. Ja, nee, das ist alles klar. Master. Tatsächlich, es gibt auch die Checkliste keinen. So, wo sind wir denn hier? A2 ist das auf alle Fälle. Elektrische Geräte sind aus. Ja. Schalter Avionik, das ist das, das hatten wir schon. Avionik-Bus. Ach, hä? Nee, ist doch richtig. Euer Merkwürden. So, da der Flugplatz ist schon in Sicht, die Sonne ist auch noch nicht untergegangen. Und ja, die Startrichtung, habe ich gerade gesehen, ist Richtung Osten. Da startet gerade einer, dann werde ich, kann ich da. Dann komme ich direkt an und werde also direkt einfliegen und landen. Und dann muss ich meine Elektrik reparieren lassen und mir einen Generatorhauptschalter bauen. Einbauen lassen. So, Braunschweig Hafen. Und hier rechts ist dann ein Hintergrund. Braunschweig Stadtgebiet, das hier Industriegebiet. Da hat mein Freund von mir gearbeitet. Hat bedeutet, er ist dann in Rente gegangen.
als Elektroniker, Softwareentwickler. Also Platin, das ist also genau das Mittelding zwischen Programmierer und zwischen Softwareentwickler und Elektroniker. Das Platin-Design, das hat was mit sozusagen Hardware-Programmierung zu tun. Sinkt gerade 1000 Fuß pro Minute, ist natürlich in der Höhe nicht mehr gut, aber haben wir ja gut hingekriegt. Steht da einer? Kann ich da was sehen oder ist das, sind das Lampen? Das sind Lampen. Ja. Jetzt komme ich ein bisschen hoch rein. Aber ich brauche ja Tempo. Ja, das hätte gepasst. Im wahren Leben wäre das natürlich zu einer Katastrophe geworden, weil der Airbus das wahrscheinlich auch nicht also nicht nur schadlos, er hätte also nicht irgendwie jetzt mit einer Beschädigung wie bei Vogelschlag den Start fortsetzen und dann eine Landung, Sicherheitslandung ausführen können. Der Taxiway ist nicht benutzbar. Ich erspare uns das aber, das ewige Rumrollen, weil ich bin klein genug. Außerdem hier bin ich notgelandet. Außerdem bin ich ja eigentlich schon tot, weil ich ja gegen das Cockpit des Airbus geprallt bin. Und ja, ich habe auf den Boden geguckt. Ich habe tatsächlich nichts, nicht nach vorne geguckt. Ich habe nichts gesehen. So, da meine Elektronik sowieso nicht funktioniert, kann ich auch hier anhalten und alles ausschalten. Ach so.